Ja, liebe YouTuber, herzlich willkommen zum Sondervideo Demopark 2019 hier in Eisenach. Ich heiße Andreas Kraus, ich bin der Rasenfreak auf YouTube und wir sind da. Wir sind jetzt auf der Sonderschau. Es ist gigantisch, unfassbar, riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe 2 Tage Zeit, ich drehe schon völlig durch. Hier sind alle Firmen, alle Hersteller von Gartenmaschinen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir rennen jetzt einfach mal durch und schauen mal, was wir so entdecken. Bleibt dran! Yeah. Ja, Freaks. Hier schon das erste Highlight. Kenne ich nicht. Cup Kadett, elektrobetriebene Spindelmäher. Riesige Maschinen, wahrscheinlich eher für Fußballfelder, weniger für Golfplätze. Hier normaler Spindelmäher. Interessante Spindelaufhängung habe ich schon mal am Video gesehen. Wir gehen mal ein bisschen dichter ran. Ja, hier, eine hochinteressante Aufhängung. Das sagt mir letztendlich gar nichts, diese Aufhängung. Jo, also grundsätzlich sind es ja Geräte, die sag ich mal, für Golfplätze oder für Fußballplätze konzipiert sind. Der Kollege sagte vor allem für Fußball setzen sie das jetzt ein. Ja, da haben wir jetzt viele Erfolge gehabt. Also wir haben jetzt zum Beispiel nach 22 Geräten an Real Madrid verkauft. Wow. Ja, nach RB Leipzig und so weiter. Also wir haben viele große Fußballvereine ausgestattet damit. Man kann dieses ATT-System verwenden. Also es sind im Prinzip diese Einsätze, die es hier gibt. Ja. Bereich, ja, die sind ja halt wirklich sehr bedacht darauf, dass halt der Rasen wirklich perfekt ist. Ne? Also ich kann jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel die Höheneinstellung, okay. Die kann ich im 0,1 mm Bereich verstellen. Sie dürfen auch, wenn wir machen ja Vorführungen mit den Geräten. Ja, wenn der Kunde möchte. Also wenn wir jetzt einen Kunden haben und der hat uns ja als interessiert, dann können wir das Ding live bei ihm geworden. Und dann können Sie davon ausgehen, dass das Gerät tatsächlich. Ja, das ist ja auch mal eine ganz coole Idee. Golfbälle mit einem Mähroboter aufzusammeln. Das habe ich auch nicht gesehen. Genial! Das nenne ich mal einen Mähroboter. Das ist kein Kinderkram. Das ist echter Stuff hier. Da musst du gerade größer gemacht werden. Genau. Ja, liebe Gartengeräte-Freaks, kurzer Zwischenstand. Hier ist richtig was los und das Wetter ist gigantisch. Knallige Sonne. Sehr aufpassen, dass wir nicht verbrennen. Hier kann man Maschinen ausprobieren, hier kann man mit irgendwelchen Rasenmähern rumfahren, hier kann man mit Motorsägen rumspielen, hier kann man so kleine Mehrzweckfahrzeuge ausprobieren. Der fährt ja gerade links von mir vorbei. Coole Sache. Oh, ein Fehler. Schön. 3 große Spindelmähermarken, Toro, John Deere und Jacobsen. Jacobsen ist total zurückgedrängt worden von John Deere und Toro. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht hat sich die Technik nicht weit genug weiterentwickelt. Das ist jetzt hier ein reiner Elektromäher. Es gibt Leute, die behaupten, Jacobsen macht das beste Schnittbild. Aber das würde ich auch mal behaupten, wenn ich der Hersteller wäre. So, liebe Rasenfreaks, jetzt sind wir bei Toro. Ja, Toro, Toro, Toro. Das Toro-Rot ist nicht so schön wie mein Rot. Hier haben wir den Greensmaster E-Tree Flex 3370. Also ein reiner elektrogetriebener Greens. Mehr Triplex, mehr. Ja, cooles Teil. Da setze ich mich jetzt mal rauf. Okay. Ich finde ja diese neue Aufhängung der Spindeln, die finde ich aber gigantisch. Sind jetzt die Batterieblöcke? Ja. Und das war's. Ich habe jetzt hier oben 2. Das ist echt unglaublich. Hat er hier eine Viergelenkaufhängung? Damit hält er das parallel.
Und dann hat er hier noch so eine Pendelaufhängung, dass die Spindel die Unebenheiten ausgleicht. Oder wir auch mal gucken. Halt! Das ist die neueste Generation der handgeführten Spindelmäher von Toro. Das ist eine wirklich interessante Maschine. Da kann ich mal ein Video einblenden von Toro. Relativ cool. Schön gemachtes Gerät. Unglaubliche Konstruktion. Wie kompakt die Maschine ist. Also das ist Wahnsinn. Die Anordnung der Rollen zur Antriebswalze. Das ist so dicht. Das ist unglaublich. Ja, aber auch von Gewinn her, wir haben halt gleich Probleme mit dem Aushebemechanismus. Nee. Wir haben alles durch US Army-Baureihe, Schubzylinder. Wir haben jetzt hier einen schönen Schattenplatz bei John Deere gefunden. Sehr schönes Zelt hier. Wir waren gerade bei Toro und ich konnte ein interessantes Gespräch verfolgen über die neuen Golfplatz-Triplex-Mäher, diese E-Triplex-Mäher von Toro, die neuen Greens-Mäher, die vollelektrischen Greens-Mäher. Die haben Samsung-Lithium-Ionen-Batterien drin. Das Gerät soll 20% mehr kosten als die heutigen Triplex-Mäher. Liegen so bei 60.000 Euro. nicht schlecht, aber natürlich wesentlich wartungsärmer, wesentlich geringere Betriebskosten. Und Toro garantiert, dass auch nach 4 Jahren noch 20 Greens hintereinander weg mit der Batterie gemäht werden können. Sehr interessant. Darüber hinaus bietet Toro Leasing-Angebote an. Das heißt, man kann solche Maschinen auch leasen über 4 Jahre, um auch den Gebrauchtmarkt ein bisschen zu fördern. Dann kriegt man alle 2 Jahre ein neues Gerät oder ein anderes Gerät, was man haben möchte. Sehr cool. Elektromotoren aus Deutschland, das wusste ich auch noch nicht, setzt Toro ein. Der Hauptgrund natürlich solcher Mäher ist wieder das Thema Geräuschbelästigung. Ich konnte also ein Gespräch belauschen. Da war ein Greenkeeper hier aus einem Golfclub und der hatte auch wieder mit Anwohnerbeschwerden zu kämpfen. Der hat also auch einen Golfplatz in einem Wohngebiet. Es gibt immer wieder Beschwerden von den Anwohnern, dass sich die Anwohner belästigt fühlen. Ob das im privaten oder im Profibereich ist, es ist überall das Gleiche. Ich sitze wieder auf Johnny. Das haben sie natürlich echt verändert. Das hier, das ist meine nächste Maschine. C34 von Elite, das ist noch ein Prototyp, habe ich gerade gelernt. Die haben ja schon sehr viele Maschinen an die Sportplätze rausgegeben. Und vielleicht gibt es auch bald mal Maschinen mit 20 Zoll, also ein bisschen kleiner. Das wäre was hier für uns, für die verrückten Spindelmäher-Freaks im privaten Bereich. Natürlich eine sehr teure Maschine, aber ich finde das ein mega cooles Design. Hat Elite richtig gut gemacht. Richtig, richtig coole, große Maschine. Echt krass. Rubber-covered rear roller. Yeah. So there's no noise. Rubber-covered, okay. Yeah. So cool. it's a steel roller, yeah. But it's rubber-covered. So there's no noise as you drive it on the very cool. Hard surface. Okay. Very cool. Sie haben gesehen, absolut sicher, ja, der Golfball fliegt, er tritt auf die Bremse, die Maschine hebt aus, es gibt keine Schäden am Rasen oder dergleichen. Er fährt weiter, die Maschine senkt sich wieder automatisch ab, arbeitet automatisch. Barfuß drüber gelaufen, der hat gesagt,
So, liebe Maschinenfreaks, der erste Tag ist überstanden. Es ist faszinierend, wie viele Maschinenhersteller es so gibt. Man kennt eigentlich nur so die ganz berühmten Hersteller, die sind alle da. Aber wer ist nicht da? Swordman ist nicht da. Swordman, ihr fehlt auf dem Demopark. Hier sind alle namhaften Hersteller von Rasenmähern und sonstigen Gartengeräten vertreten. Unglaubliche Vielfalt. Wir haben das nicht alles geschafft. Wir haben ein paar tolle Gespräche geführt, haben über Rasen und über Chemie und über Spindelmäher gesprochen. War total cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind jetzt fix und alle. Und morgen geht's weiter. Tschüss.